Ein Schlagschrauber für 22,59 mit zwei Akkus? Den Scheiß kaufe ich! Ja, da ist das Gerät. Der gute Schlagschrauber von Gisam von AliExpress. Ein Markenprodukt, würde ich mal fast behaupten. Es hat ein bisschen gedauert, bis er da war. Wir werden das heute unter der Lupe mal genauer betrachten, was das Ding so kann, was die Qualität ausmacht. Und wir sind natürlich ja im Praxistest. Und vielleicht hat der eine oder andere ja Bock, für das Geld einen günstigen Schlagschrauber zu bestellen. Viel Spaß erstmal. So, da ist das gute Stück schon mal. Und was den Preis rechtfertigt, ist natürlich einmal, dass es nicht in einer Aufbewahrungsbox verschickt wird, sondern in einem Karton. Ja? Mit einem Ladegerät, zwei Akkus, da kommen wir gleich dazu, und dem Schlagschrauber. Ja? Aufbewahrungsbox natürlich kostet Geld, da spart man sich hier. So, ich würde sagen, wir betrachten erstmal den Schlagschrauber am Ende. Man sieht auch hier, es gibt mehrere Sets, da gibt es auch Sets, wo eine Nuss dabei ist oder mehrere Nüsse. Wir haben eine hochkomplizierte Anleitung. Ja, die legen wir mal auf Seite. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Und gucken uns doch mal das Gerät von allen Seiten an. Pfefferstreuer, bleibt brav. Ja. So, und das Erste, was mir auffällt, ist, das Ding liegt gar nicht so schlecht in der Hand. Ja. Es hat ein gewisses Gewicht und es ist gummierter Kunststoff. Okay. Wirkt sogar etwas wertig, ja, aber der Schein trügt. Wenn man sich zum Beispiel hier mal die Aufnahme ansieht, dann sieht man, dass das schon, naja, halt schäbig verarbeitet ist. Okay, und es ist nur ein Gummischutz auf dem Ding drauf. Na komm. Damit holt man natürlich keinen Frosch mehr aus dem Becken. Mal gucken, wie das wieder drauf geht. So. Ja. Ja, irgendwie so geht es drauf. Ich habe hier nicht viele Möglichkeiten. Einmal oben, einmal unten. Ja, so. Also, ich würde jetzt nicht sagen Makita-Qualität oder Bosch, ich würde sagen, ja, vielleicht kann er mithalten mit dem Teil aus dem Lidl. Man hat hier auf jeden Fall mal eine On-Taste, man hat hier einen Ladebalken vom Akku. Man hat hier Small und Large im Gang, das ist wahrscheinlich dann der Drehzahl geschuldet. Das Teil soll laut Internet 580 bis 520 Newtonmeter betragen. Das glaube ich nicht. Die Drehzahlen stehen übrigens hier. 1600 bis 0 bis 1600 im kleinen Gang bis 0 bis 2600 in Minute oder halt 1800 bis 3500, ja, im Umstellungsbereich. Das heißt dann ohne Schlag, ich weiß nicht, wo ich den Schlag ausstelle, und mit Schlag. Gisam, die Marke sagt mir jetzt erstmal nichts. Im Großen und Ganzen, ja, gibt es da nicht viel zu sagen. Für die Kenner unter euch ist vielleicht schon was auffällig, die Akkuaufnahme, da komme ich später noch dazu. Ja. Das ist soweit erstmal alles. Der Umschalter funktioniert auch, ziemlich wertig. Keine Ahnung, irgendwie, ich habe irgendwie gar nicht so ein beschissenes Gefühl bei dem Teil. Aber es wird sich gleich ändern, wenn ich euch die Akkus zeige. Okay, wir fangen erstmal an mit dem Ladegerät. Ja. Ich befürchte, da ist kein Trafo drin. Ja, also das Ding ist sowas von leicht. Es ist schon fast kritisch zu betrachten. Input 100, 240 Volt, 1 Ampere max. Das CE-Zeichen, das ignorieren wir jetzt einfach mal, denn ja, das kann mittlerweile jeder fälschen. Ich sehe hier 240 Volt in. Wir haben hier, das geht bei unserem Netz noch mit 21 Volt raus. Ja, sehr, sehr ungewöhnlich.
Und wie gesagt, das ganze Teil ist halt einfach richtig. Demzufolge brauchen wir uns wahrscheinlich die Akkus auch nicht so wirklich angucken, wenn ich die schon in die Hand nehme. Die haben nicht wirklich Gewicht. Ich denke mal, dass da halt einfach bloß AA-Akkus verbaut worden sind in einem Pack. Und 288 Volt Mod F Battery. Ich befürchte, dass die Dinger lebensgefährlich sind. Power Charge. Ja. Okay. Das Laden ist natürlich auch sehr witzig. Wir haben hier den guten alten Ladechinch. Ja, und so werden die Akkus geladen. Nichts mit Einschub-Akku und Laden an der Station, sondern hier wird noch fleißig an der Steckdose über den Trabo direkt in den Akku eingeladen. Da habe ich schon Befürchtungen, wenn ich das Ding anstecke, das macht man sowieso nicht, dass das Teil dann im Endeffekt abbrennt. Ja. Aber, wie gesagt, die Aufnahme, die sollte dem einen oder anderen Handwerker vielleicht bekannt vorkommen. Kommen wir gleich noch dazu. Ja. Denn wenn das Gerät was Gutes ist, kann man sich vielleicht einfach andere Akkus dazu kaufen von einem anderen Hersteller. Ja. Ich habe die jetzt mal aufgeladen, das funktioniert auch. Und beim Test haben wir den auch einen ganzen Nachmittag verwendet und die Akkus haben auch gehalten. Wie gesagt, trauen die und ich den Dinger natürlich nicht. Okay, dann munitionieren wir mal auf. So, und ihr seht, es ist auch eine Beleuchtung am Start, die aber so nicht mehr aufgeht. Ich denke, dass das über einen Kondensator aufgeladen wird, das Birnchen. Und sieht man dann auch, wenn man den Akku rausnimmt, die Birne brennt nach. Ja, ja, was soll ich sagen? Wir gucken mal. Du hast hier nämlich den Umschalter. Die Frage ist einfach nur, lohnt sich das jetzt wirklich für das Geld so ein Teil zu kaufen? Legt man lieber nicht doch noch 50 Euro drauf und kauft was Gescheites? Im Lidl gibt es ja mittlerweile auch Hobbygeräte. Wir haben aber einen guten Test für euch vorbereitet, beziehungsweise der dauert eigentlich nicht lang, weil wir mit dem Auto ziemlich beschäftigt waren. Wir haben einmal probiert, die Radmutter von dem Hammer H3 zu lösen, genauso wie die Befestigungsmutter der Radnabe, weil die Radlager getauscht worden ist. Und die ist ja bekanntlicherweise, oder beziehungsweise ist die mit ordentlich Newtonmeter festgedreht. Der Vorgänger hat die noch mehr festgedreht als mit den vorgeschriebenen 250 Newtonmetern. Und wir haben probiert, diese zu lösen. Gleich vorneweg, der Praxistest, der umfasst nur diese beiden Videos und noch eine kleine Information. Danach sage ich noch was, was wir denn noch alles mit dem Ding gemacht haben. Dann gehen wir mal in den Praxistest. Ja, also, wir haben es gleich einmal probiert und haben die Radmuttern gelöst. Das ging eigentlich noch relativ gut. Am Anfang zickt er mal ein bisschen. Die haben so um die 120, 140 Newtonmeter. Also da spielt das Gerät auf jeden Fall noch mit. Ja, ihr seht es, ab und zu tut es sich ein bisschen hart, Mann. Wir haben hier natürlich auch einen ordentlichen Bums drauf. Oben. Also fürs Hobby oder für einmal Reifen wechseln geht das Ding echt gut. So. Das nächste war dann eben die Befestigungsmutter. Und da haben wir dann eine ordentliche Nuss gebraucht mit 36. Und ja, was soll ich sagen? Da geht nicht viel. Na? Das Gerät, das versucht zwar und der Wille ist da, aber die Kraft ist zu kurz und zu schwach. Ja. Demzufolge plage ich mir hier und ab. Das Ding wird warm. Und ja. Wir haben es aber dann später noch probiert. Wir haben bei der Spurstange die Sachen aufgemacht. Wir haben die Narbe und die Achsschenkel komplett rausgebaut. Dafür ist das Ding einfach gut. Was auf jeden Fall mal interessant ist, ist, dass das dieselbe Aufnahme ist wie die guten alten Makita-Akkus. Ja? Und ist identisch, das haben die Chinesen relativ lustig und gut nachgebaut. Da gibt es mittlerweile auch Replikas von Amazon und so weiter und so fort.
Und siehe da, mit dem Akku läuft das Ding genauso und die sind wahrscheinlich etwas sicherer. Tja, das Ende vom Lied ist, er ist mehr oder weniger praxistauglich. Ich habe keine Ahnung, wie lange die Scheiße hält. Die Geschichte, dass man da natürlich Ersatzakkus von Makita einstecken kann, ist natürlich grandios, denn man bekommt im Netz natürlich viele Nachbauten von den Akkus, die mehr taugen als das hier. Die kosten natürlich auch so ein bisschen das Geld. Ja. Ich habe es für euch bestellt, da müsst ihr nicht machen. Ich werde das Ding... Ich weiß nicht, ob ich es noch zurückschicke. Ich muss bei mir auch noch Reifen wechseln. Und irgendwie... Keine Ahnung. Muss ich ganz ehrlich sagen, es ist nicht so der Mega-Flop, den ich erwartet habe. Aber natürlich wird hier bei AliExpress wieder munter umhergelogen, mit Newtonmetern um sich geworfen, die niemals erreicht werden. Und natürlich auch mit den Bewertungen. Denn ich denke, dass ein Top-Heimwerker da schon andere Bedürfnisse hat. Ja, ich als Hobby-Schrauber, der ab und zu mal Reifen wechselt oder irgendwas am Auto macht, ich bin damit vollkommen zufrieden, lieber mit dem Ding als mit dem Radkreuz, aber könnt ihr euch mal überlegen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte mal ein Abo da, ein Like oder einen Kommentar. Vielleicht ist für euch ja auf meinem Kanal ein bisschen was dabei. Und danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, euer Dustin BT. Ciao.